Hat Frau gestern das neue Manuskript bekommen? Ja, sicher so, Mann. Und hat es ihr gefallen? Das ist egal. Sie liest den Merli, ich sag, wo geht's durch. Und wenn sie unsere neue Interpretation vom Schneewittli nicht so gut findet? Dann kommt sie voll dran. Ich weiß im Fall, wo ihr im Haus wohnt. Kannst voll Gas geben, Mann. Vor langer, langer Zeit ist mal eine Königin am Fenster vor ihrem Schloss gesessen und hat geneigt. Ist tot, das ist voll was, Mann! Es war im Winter und Schneeflocken. Jetzt ist aber fertig mit Schluss. Kannst nicht lesen mit den Augen oder was ist los? Du musst reden wie der Junge auf der Gas, Mann. Darum haben wir auch mit dem Herrn Berischa einen ausgewiesenen Spezialist für Jugendsprache zusammengeschaffen. Ja, wenn Sie meinen, das Dutzend von einer Königin hätte sich selber ein krasses Piercing stechen. Nein, ein krasses Piercing stechen muss man so, weißt du? Ein krasses Piercing stechen. Ein voll geil, Mann. Sehr schön, Frau Gerster. Aber das ist doch Mumpitz. Schneewittli flüchtet zu den sieben Zwergli, aber nicht zu den Notschleife. Hey, sie geht sicher nicht im Höhli. Der Schwiegermutter hat ihn voll aus der Loge gerührt. Ja, und der Spiegel sagt, Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Und nicht, sie ist voll scheiße aus, Mann. Du musst reden, dass dich dem Jungen versteht. Ja, noch etwas. Schneewittli stirbt an einem vergifteten Äpfel und nicht an einer Überdosis. Er hat es nicht gecheckt. Sie ist krass drauf. Sie nimmt den Schnee vom Spiegel von der Königin. Nicht mit mir. Frau Gerster, wir haben aber einen Vertrag mit Ihnen. Hey, du sie, lass mich gehen. Da wird schon Magenwachs ins Gesicht. Hey, ich hab's ja gesagt. Sie hat's voll drauf im Fall.